Servus miteinander und herzlich willkommen bei drei Bayern on Tour. Heute gehen wir hoch auf, und zwar auf dem Hochfällen, einer der schönsten Aussichtsberge im Chiemgau. Mit den Hochfällen Seilbahnen kommen wir zur Mittelstation und zur Bründlingsalm fahren. Man kann aber auch nur 500 Höhenmeter weiter ganz auf den Gipfel fahren. Wir wollten an dem Tag die Wanderung zwischen Mittelstation und Gipfel machen. Aber bei der Seilbahn haben sie uns gesagt, dass der Weg noch gesperrt ist, weil vor ein paar Tagen eine Geröll- und Schneelawine dort abgegangen ist. Man kann den Steig aber schon gehen, wenn man vernünftige Schuhe anhat und vorsichtig ist. Wir haben dann beschlossen, dass wir erst einmal ganz auf den Gipfel fahren und von der Seilbahn aus den Weg anschauen, um abzuschätzen, ob man den Abstieg da riskieren kann. Was wir gesehen haben, hat passt. Und wir haben beschlossen, dass wir den Abstieg vom Gipfel aus zur Mittelstation gehen werden. Erstes Ziel war aber erst einmal der Gipfel vom Hochfällen auf 1674 Meter. Die Aussicht da oben ist wieder der Wahnsinn. Auf der einen Seite hat man einen wunderschönen Blick auf die Zentralalpen und auf der anderen Seite schweift der Blick übers Bayerische Meer und das Alpenvorland. So weit in der Höhe war die Natur nur ein paar Wochen zurück und die Schlüsselblärme haben gerade blüht. Besonders gefreut hat mich der Enzian, der da oben reichlich gewachsen ist. Ein Huflatz, ich habe auch noch gesehen. Ja. Oder Butterblume. Butterblume kann es auch sein. Bald haben wir uns dann an einen Abstieg zur Mittelstation gemacht. Der Weg war genau nach meinem Wetter. Ein schöner, storniger Gebirgspfad. Ein wenig schwierig war teilweise das Schmelzwasser vom Schnee, das sich gerade einen Weg über den Pfad gesucht und die Felsen ziemlich rutschig gemacht hat. Nach ungefähr einem Drittel vom Weg haben wir dann über den Lawinenrest drüber müssen, der den Weg verdeckt hat. Man hat da aufpassen müssen, wenn man hinsteigt, aber es war nicht so wild. Bei der Mittelstation angekommen, sind wir dann noch in die Oederkaiseralm eingekehrt und haben bei einem schönen Bier die Wanderung ausklingen lassen.
während wir mit der Seilbahn wieder am Tal entgegenschweben, verabschiede ich mich von euch. Macht's es gut und bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, drei Bayern und Tour.